Höchste Gefahr besteht immer dann, wenn Teile der Fahrleitung herunterhängen. Nicht nur auf die Schienen sehen, sondern auch immer einen Blick auf die Fahrleitung haben, ob alles in Ordnung ist. Da! Da hängt doch was im Gleis! Halt! Nicht so dicht dran! Wir müssen doch das Seil aus dem Profil ziehen. Auf keinen Fall das Seil anfassen. Niemals. Du musst immer damit rechnen, dass 15.000 Volt Spannung darin sind. Lauf nach vorn. Stell den D483 mit Kreissignal. Leg wenigstens eine Knallkapsel auf die Außenschiene. Hier Streckenfernsprecher 23, Oberbahnwärter Ott. Gleis Stuttgart-Ploching sperren. Seilriss bei Mast 37.8. Seilriss bei Mast 37.8. Plus. Auch dieser Unfall ist wirklich passiert, obwohl man es kaum glauben mag. Bruno, pass auf! Das ist der letzte Isolator. Auf der anderen Seite haben wir Spannung. Ja, ja, ich weiß, es ist der letzte Isolator. Isolatoren putzen ist ein notwendiges, aber eintöniges Geschäft. Leicht irren die Gedanken ab. Man denkt an dies und das und vielleicht auch an zu Hause. So, fertig. Was macht er denn jetzt? Mensch, da drüben ist doch Spannung.